Marcel Hirscher, Sie haben sich relativ lange Zeit gelassen, um zu entscheiden, fahre ich weiter, gibt es noch eine Saison mit dem Marcel Hirscher oder nicht? Wie nahe waren Sie wirklich dran, zu sagen, nein, das war es jetzt, ich habe es gesehen, servus, danke vielmals? Ich habe schon sehr, sehr lange gebraucht, um da eine Entscheidung zu treffen, weil die letzte Saison war mit Abstand die beste in meiner Karriere bisher. Und das heißt im Endeffekt, das wäre eigentlich der perfekte Zeitpunkt gewesen, um aufzuhören. Und dennoch habe ich dann mit einem gewissen Abstand schon gespürt, okay, ich bin nach wie vor begeistert von diesem Sport und werde es noch sehr, sehr lange sein. Und die ersten Sprünge haben mir dann auch gezeigt, es passt sehr, sehr gut für mich. Das Sommertraining ist sehr, sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Also alles, die ganzen Parameter waren dann für mich Ausschlag, dass ich sage, okay, ich probiere es nochmal. Und Sie waren ja jetzt 10 Tage ungefähr auf Schnee und haben gesagt, das qualitative Training war gut. Was zeichnet das Qualitative aus, wenn Sie sagen, die Qualität hat gestimmt? Das muss für Sie eben stimmen. Welche Parameter? Recht einfach. Ein guter Schnee, der hart und kompakt ist. Und gleichzeitig fehlt Ihnen aber ein bisschen der Vergleich mit der Konkurrenz, haben Sie gesagt. Sie sind ein Gefühlsskifahrer, Sie werden aber sicher im Gefühl haben, bin ich ungefähr dort, wo ich gerne hin möchte zum jetzigen Zeitpunkt des Jahres oder bin ich es nicht? Wie wichtig ist dieser Vergleich mit der Konkurrenz, der internen Konkurrenz überhaupt? Sehr, sehr wichtig, weil schlussendlich durch das, dass ich dann doch schon 10 Jahre lang jetzt das Ganze dann mache und ich merke einfach, dass der hungrige Marcel Hirscher mit 18 Jahren hat in jedem Trainingslauf das Maximum gegeben. Und heute brauche ich dann doch sehr oft einen Sparring-Partner, um an mein Maximum zu gehen. Weil ich einfach dann schon merke, dass mir das manchmal ohne diese Zusatzmotivation gar nicht mehr gelingt, dass ich so wirklich an mein Maximum herankomme. Sie haben die lange Zeit angesprochen, über 10 Jahre Weltcup. Am liebsten sind Sie irgendwo zwischen dem Starttor und der Ziellinie, aber rundherum im Weltcup gibt es noch so viel anderes. Wie viel müssen Sie dort Kompromisse eingehen, um überhaupt diesen ganzen Zirkus mitmachen zu können? Wie viel ist bei Marcel Hirscher ein Politiker, der sich ein bisschen zurücknehmen muss und nicht immer seine Meinung sagen darf? Also es wird sicherlich immer besser wieder. Es war schon mal sicherlich mehr, dass das so der Fall war. Aber es ist sicherlich sehr viel Kompromiss, um schlussendlich für diese eine Minute belohnt zu werden. So muss man das schon fast sehen. Also das Rennfahren ist mehr oder weniger schon eine Belohnung. Im letzten Winter war es der erfolgreichste Marcel Hirscher. Was sehen wir im nächsten Winter oder was sehen die Fans im nächsten Winter? Den gelassensten, den lockersten Marcel Hirscher? Es wird sich ergeben. Also man kann sich viel vornehmen, ob das dann de facto in so einer Saison, die immer mit ganz vielen äußeren Einflüssen auch einhergeht, ob das dann so ist, das werden wir sehen. Aber was ich gern hätte, ist einfach die Chance, bei den Besten mitzufahren. Das wäre ein Traum für mich, wenn das wieder so möglich ist. Und alles andere ergibt sich dann. Noch zum Anfang zurück, um dann das Gespräch auch zu beenden. Sie fahren jetzt weiter, Sie haben sich entschieden weiterzufahren. Sie haben einen 2-Jahres-Vertrag mit einem Sponsor unterschrieben. Und doch ist ja das Ende der Karriere immer irgendwo im Hinterkopf. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen, diesen überschreite ich nicht, dort ist für mich dann zu Ende, sei es von den sportlichen Erfolgen her, die vielleicht dann nicht mehr da sind, oder vom Gefühl her, heute ist der letzte Tag? Das ist eine reine Gefühlsentscheidung. Wenn ich einfach keine Lust mehr habe, es nicht mehr funktionieren will, weil es mir keinen Spaß mehr macht zum Beispiel, dann ist sicherlich der perfekte Tag, um aufzuhören. Und auf der anderen Seite ist es schon so, sportlich, wenn ich es nicht mehr schaffe, für mich persönlich in einem zweiten Durchgang mich zu qualifizieren, dann wäre auch für mich definitiv der Zeitpunkt, um aufzuhören. Dann wünschen wir Ihnen, dass das noch lange nicht passiert und besten Dank fürs Gespräch. Danke.